Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Binding of Isaac. Yay! So, ich habe letzte Folge vergessen. Oder nee, ich habe letzte Folge gesagt mit dem Sound, aber das kriege ich jetzt noch nicht hin. Ich habe aber vergessen zu sagen, dass wir neunmal, ich glaube, unsere Mom killen müssen und dann kommen wir, dann geht's weiter. Aber das sage ich erst, wenn es soweit ist. So, genau. So, erstmal hier Start. Hallo. So, wir haben ja ein. Da letzte Folge einen neuen Charakter freigeschaltet. Und der, ja, wie soll man das erklären? Hat halt ein Herz, ist ein bisschen schneller, aber hat auch wenig Schaden. So, und das ist Eve. Der Eve, der hat den Dead Bird, das heißt, wenn ich getroffen werde, kommt ein Vogel aus mir raus. Ich weiß nicht, wo er herkommt, jedenfalls ist er da. Mikrofon an. Einen Moment, ich muss noch kurz einen Timer stellen. Timer. 20 Minuten und go. Und da kommt dann so aus mir rausgequetscht, ne? Aus irgendwelchen Öffnungen. Und hilft mir dann, greift die Gegner an und so, macht dann auch ein bisschen Schaden. Und wenn ich nur noch ein halbes Herzchen hab, dann werde ich böse und mach viel mehr Schaden und so. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal. Go, go, go! Alter Vögel, ey, wir haben jetzt morgens und gerade geht die Sonne auf. Also ich nehme jetzt an dem gleichen Tag die Aufnahme auf wie letztens. Also wie die letzten beiden Folgen, wie der letzte One. Und jetzt ragen hier die ganzen Vögel rum mit ihren Bibi. Die Tauben mit ihren Gu-Gu-Gu. So, jedenfalls geht's los. Mal gucken, ob es genauso einfach wird. So, wir haben keinen Schlüssel. Gehen wir erstmal hier hoch. So, und das, das kann das machen, dass wir, wenn wir Gegner killen, dass wir Herzen wiederkriegen. Das kann sein, aber passiert nicht oft. So, oben hat man gerade gesehen, da war ein Feuer, das ein bisschen andersfarbig war. Das schießt auf einen, da muss man aufpassen. So, hier der gleiche Raum wie in der... Aua, da ist mein Dead Bird. Los, Dead Bird, hol ihn dir. Macht zwar kaum Damage, aber naja. Hol ihn dir. So. Mein kleiner toter Vogel. So, das sind TNT-Blöcken-Dinger. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Vorher. Oh! Boah. So, ein Schlüssel. Das bedeutet, wir könnten theoretisch die Truhe öffnen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir den Schlüssel für die nächste... Aua! Hat mir fast wehgetan. So, übrigens, Leute, über Spinnenweben läuft man langsamer. Das will ich jetzt im Moment noch nicht demonstrieren. Hier, guckt euch das an. Man ist langsamer. So. Bam, 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 bam. Ach komm, ich mach jetzt hier die Truhe auf, fertig. Yay, speed up. Jetzt haben wir so, sieht man das? Nee, nicht richtig. Normalerweise hätten wir dann so Kochlöffelabdrücke in unserem Gesicht gehabt. Und wenn dann die Mom kommt und dich mit einem Kochlöffel schlägt, dann wirst du, glaube ich, ein bisschen schneller als sonst. So. Oh, schon wieder Pin. Aber ich glaube, den werden wir diesmal nicht so leicht killen können. Also doch, leicht ist er. Aber es geht halt nicht so schnell. Wie ihr das sieht. Sehen könnt. So, jetzt Rage da, kriegt seinen Bubble ab. Der war knapp. Na komm. Nein. Boah. Ich hab gedacht, das Ding trifft mich. So, aber er ist gleich tot. Bum, 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 bum. Oh, das war knapp. Ich hätte mich fragen sollen, ob ich mich am Anfang einmal treffen lassen sollen, dass mein Dead Bird mir hilft, aber weil das Ding ja immer wieder verschwindet und an einem anderen Ort aufkommt. Ist das so die Frage? So, das war eine Box. Die Box, die gibt mir ganz viele verschiedene Items. The World. Was war das nochmal? Das war irgendwas anderes als The Sun. Was gibt mir das? Yay! Friends! Kill sie, bla, keine Ahnung, weil habe ich nie weitergelesen. So, das Ding, das habe ich aus Erinnerung schlecht. Habe ich nicht gut in Erinnerung. So, die Fliegen, die hier um mich rum sind, die gehen einfach auf Gegner drauf einmal und dann sind sie wieder weg. So, zack, einmal runter hier. Und was träumt Eve?
Yay! Feuerball, Junge! Feuerball, Junge! So, so fliegen, schnappt sie euch! Oh nein, das sind Spinnen, die sind scheiße. Aua! Weil aus den Spinnen kommen zwei wieder. So, und das Ding läuft hier kopflos durch die Gegend und schießt random irgendwo einfach Blut hin. Oh, da ist wieder so ein nettes Feuer. Das wir erstmal löschen. So, hier kann man mit geschickten erstmal. Alter. Komm, jetzt lasse ich meinen Vogel den Rest machen. Vogel. Oh! Hä? Die glitschen! Böse Glitcher. Oh, zwei Pillen. Einmal wieder Friends, till the end oder so. Ich wollte die Pille nehmen. Und? Ach Mist, das habe ich jetzt nicht erkannt. Mist, weil ich das Fenster etwas. Hallo! Hochmachen muss. Geht jetzt leider nicht, sorry. In der Aufnahme kann ich das jetzt nicht machen. Was war das? Ach, okay, das zeigt mir nochmal die Welt. Aber was, das Sun ist doch dann genau die gleiche. So, hier ist wieder ein geheimer Raum. Schnell weg. Nein. Hier ist der Geheimraum. Und ich bin ein Idiot, der nicht richtig auf eine Karte gucken kann. Wow. Drei Münzen. Ich feier mich. Zwei Bomben für drei Münzen. Das lohnt sich, Leute. So, das ist ein Knubbel. Wenn der ausgewachsen ist, wie er gerade war, kann passieren. Oh, haben wir gerade unseren Vampir-Modus eingeschaltet und kurz ein Herz gekriegt. Kann passieren, dass da wieder Spinnen rauskommen. Damage Upgrade, das war Damage Upgrade, das hatten wir schon in den letzten One. Oder? Ja, war Damage Upgrade, glaube ich jedenfalls. Hier kann man kurz die Stats gucken. Ja, wir haben jetzt einen Damage mehr. Oh yeah. Das ist schlecht. Oh, nee, das war Damage und HP Upgrade, glaube ich. Weil wir jetzt haben jetzt drei Herzen. Weil wir haben jetzt drei Herzen, Junge. Gehen wir kurz hier hoch. Oh, schon wieder. Hä, aber Damage machen wir gar nicht mehr. Wir brauchen auch immer noch drei Hits für die Viecher. Alter, scheiß Knubbel. Der soll erstmal verrecken gehen. So, ein Shop lohnt sich nicht und wir haben auch keinen Schlüssel. Deswegen gehen wir da auch nicht rein. Spinnenwegen kann man wegsprengen. Ist aber eigentlich sinnlos. So, hier ist einfach der Trick, kurz bevor die springen, einfach immer mal ausweichen, weil dann springen die nicht dahin. Also dann springen die an den Ort, wo du vorher warst. Deswegen einfach immer in Bewegung laufen, wenn sie springen. Dann ist das kein Problem. So, hier ist wieder so ein Bossraum, aber wir haben ja so, wenn Mobs übrigens in Feuer springen, dann kriegen die Schaden oder so, aber nicht bei allen. Das werden wir noch später sehen. Toll, jetzt komme ich hier nirgendwo ran. So, hier, warte, da habt ihr gesehen, da war es soweit. Oh, das ist ein nerviger Gegner. Ich glaube, ich lasse mich einmal kurz treffen, so, weil der soll mir helfen, der Dead Bird. Oh, diese scheiß großen Fliegen, die kriegen viel, viel mehr Schaden. Die verkraften viel, viel mehr Schaden. Los, Dead Bird, mach was. Hallo, mach deinen Job. Mach deinen Job. Ja, geh auf ihn drauf. Sauber. Machst du super. Alter, wie viele Kackfliegen. Das ist ein nerviger Gegner einfach, aber kann eigentlich auch nichts. So, schwarze Fliegen, die machen keinen Schaden. HP Upgrade. Und eine Bombe, die. Und einen Stein, den wir nicht öffnen können, leider. So, Etage 3. Und wir werden von unseren Freunden angekackt. Läuft bei mir. Oh, nervige Gegner. Nervige Gegner. Ihr seid doch alle schon so gut wie tot, Freunde. Alter, ich mach so keinen Schaden, Leute. Ich weiß nicht, ob die Runde was wird. Aua. Aua. Los, Dead Bird. Dead Bird. Jetzt reicht's hier aber, Freunde. Vorbei.
Nö, das lasse ich nicht mit mir durchgehen. Durchgehen. Ah, schwebende Köpfe, die mich verfolgen. Wie jede Nacht bei mir zu Hause. Huhuhuhuhuhu. Noch kein Schaden bekommen. Alter, die... Ich mach so keinen Schaden. Die halten normalerweise gar nichts aus, aber... Ach, wisst ihr was? Ich geh jetzt da oben kurz rein. Ich hab 4 Herzen. Ja, dann krieg 2 Bomben. Super. Hat sich gelohnt. Ich bin jetzt nicht rechts. Hier ist der Geheimraum, weil da oben gerade in dem Raum da war eine Tür. Deswegen ist er hier. Nur ich habe keine Bombe, um mich rauszuspringen. Dann müsste ich nochmal durch und verliere dann einfach zu viele Herzen. Alter, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Das ist nicht normal. Jetzt explodier irgendwas und nimm deine Freunde mit in den Tod. Oh oh. Yay, eine Münze. So. Na komm. Na komm. Ja. Und was krieg ich? Ich weiß nicht genau, was das mehr kann. So, wenn diese Dinger ins Feuer springen, dann werden die noch aggro. Noch mehr aggro. Und guck mal, wie mein Vogel einfach nur... Das ist... Das ist nicht normal, so. Hier, endlich mal eine Bombe. Den kann ich jetzt... Nee, ich guck erst. Ich guck erst... Genau, und deswegen habe ich... Die Bombe wollte ich erst sparen, um dann zu gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Stein ist. Da kann auch übrigens ein Item rauskommen und das will ich auch haben. Für 10 Bomben. Nee, sorry. Das ist mir einfach nicht wert. Oh, ich nehme das aber nur, weil wir das Item brauchen. Und zwar sind das so Schlangenschüsse. Mache ich jetzt. Die sind nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht. Jo, jo, voll die Dance im Tränen. Ich brauch... Aua! Das hat's gebracht, Christian. Jeder weiß, du bist der Beste. So. Tollololololololol. Huch, der war knapp. Mein Vogel hat's getroffen. So, hier können wir einfach im Moment erstmal reinschießen. So. Und dann machen wir hier mal die Häufchen weg. So, weil die Dinger blind waren, also die haben noch keine Augen, deswegen verfolgen die auch eigentlich. Die Pestilenz, den kennen wir auch noch nicht. Alter, Freunde. Aua, nein! Das könnte theoretisch mein Ende bedeuten. Aber das ist nicht so schlimm. Oh, danke, Kollege. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich hasse es, wenn der so abgeht. Deadbird, mach doch mal was. Steh nicht so dumm rum bei mir. Ja, du Kackvogel, Alter. Mach mal was, ey. Geh mal raus an die frische Luft, Junge. Ich werde sterben. Boah. Jetzt weiß ich wieder was. Ich habe meine Karte eingesetzt und da kam mir Mom zu Hilfe. Und hat das Ding zerdrückt. Oh, The Book of Revelation. So, und jetzt habe ich einen kleinen Ball um mich rumfliegen. Scheiße. Sieht nicht so gut aus, also ich brauche unbedingt Schaden. Ich muss mehr Schaden machen. Oh, jetzt habe ich das aus Versehen übersprungen. Jetzt haben wir keinen Traum gesehen. Egal. Nächste Mal. So, hier nicht über Stacheln laufen, das tut weh. Aber es gibt einen Trick. Den demonstriere ich mal. Man kann. Ich hoffe, den schaffe ich auch. Nein, den ersten haben wir geschafft. Da kann man so durch die Dinger durch. Wenn wir deswegen jetzt verlieren, ne? Okay, okay, okay. Ganz ruhig, Hansa. So, einfach auf die TNT-Fässer schießen und alles ist in Ordnung. Yay. Yeah. So, jetzt hier aufpassen, nicht einfach durchrennen. Meine Maus ist noch im Bild, merke ich gerade, sorry, deswegen. Erstmal mal hier weg hier. So, und die Dinger sind tricky, weil... Ah, genau die das machen. Zum Glück bin ich ein bisschen schneller.
Und das Lustige ist ja auch noch, dann explodiert der Unterkörper und die können dann noch schießen. Na komm. Oh nee. Und der Typ, der noch Augen hat, der ist schneller als die anderen. So, und die blocken sich alle gegenseitig. Und das bedeutet, dass ich die anderen, die dahinter sind, einfach nicht killen kann. Mist. Aua! Habe ich mir gerade wehgetan? Ich weiß nicht. So, jetzt mal Konzentration. Alter. Oh oh. Naja, wenigstens habe ich gerade ein Herz bekommen. Alter, das ist so eine scheiß Kombi. Immer diese Fliegen, dann noch dieses Ding. Alter, und Deadbird macht einfach gar nichts. Ich krieg die Krise. Danke. Das gibt's nicht. Ihr seht, letzte Runde war viel besser, oder? War jedenfalls viel einfacher. So, jetzt wurde ich getroffen. Jetzt hilft mir mein Vogel vielleicht. Danke. Das war nicht so eine große Hilfe, aber naja, mindestens etwas. Ich hasse diese Tränen. Aber wir brauchen sie halt, dass wir alle Items irgendwann mal kriegen. Falls es überhaupt so lange geht, das Let's Play. Aber wir gucken mal. Die erste Folge kommt auch heute schon raus. Also. Ja, ist egal. Ihr seht ihr. Wenn ihr das seht, war ja eh schon die Folge draußen. Na kommt, Freunde. Zum Glück. Überhaupt nicht nervig. Da-dam, da-dam, da-dam. So. Ach, Freunde. Alter. Ich will mein Brimstorm wieder haben, oder wie das auch heißt. Ich will einfach Leute weg kaputt machen. So, jetzt gehen wir hier erstmal ins Casino. So, zack. Zack. So, hier im Automaten kommt irgendwas und hier hat er gerade vorher was angezeigt, und zwar, wenn ich jetzt hier dran gehe, jetzt könnten wir Geld zurückkriegen, und jetzt kann ich eins von den drei hier wählen. So, und wenn ich verkackt habe, dann kommt immer eine Fliege raus, deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen. So, was ist jetzt? Ein Herz. Das kann man gut gebrauchen. Da oben kriege ich eine Pille. So, und die nehmen wir jetzt auch. Was habe ich bekommen? Ich muss mal kurz. Mist, ich habe es nicht gesehen. Ah. So. Hallo? Ich hab doch. Hallo? Achso, ich hab gerade einfach immer automatisch geschossen. Zwei Herzen, das ist gut. So, einmal hier spenden gehen. So. Maus muss wieder raus. Die Maus muss raus. So. Ja, eine Fliege. Habe ich mir schon immer gewünscht, als ich klein war. Ich wollte endlich mal ein Haustier haben. Habe ich mir eine Fliege gezüchtet. Nicht wie ihr denkt. Ich habe super viel Glück, seht ihr vielleicht. Das Ding da oben, das bringt gar nichts. Und hier unten. Yay, eine Fliege. Naja, vielleicht kriege ich gleich noch ein bisschen Geld. Wer weiß. Oh, das ist jetzt scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja, Leute. Erklärt mir mal, wie hätte ich ausweichen sollen, hä? Erklärt's mir. Oh oh, oh Monstermaden, sie sind überall. Wie bin ich denn da bitte rausgekommen? Oh, uhuhuhu. Schabdi-dabdi-da. Was ist denn das für ein Raum? Wow. Alter Vater. Und da ist sogar noch so eine Amoklaufmade dabei, die viel mehr aushält. So, jetzt gehe ich mal kurz zurück ins Casino. Die Hin- und Rückwege sind manchmal echt lame, aber gut.
So, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel ein bisschen spenden gehen. So, hab zwei Münzen, kann jetzt hier nochmal spielen. Hier kriege ich meine Münze wieder. Und hier kriege ich Bomben. Das ist gut. So, jetzt können wir hier nochmal spielen. Cool. Und eine Fliege. Yeah. So, da muss ich mich mal kurz muten. Aber ich bin wieder da. So. Ja, wir sammeln jetzt unser Herz wieder auf und sind voll. Yay, noch ein Automat, aber den mache ich jetzt kaputt. Geil. Das ist nicht so geil. Das Item, das ist richtig scheiße. Wir können das einsetzen, dann haben wir eine Pfütze unter uns. Und wenn Gegner da drin stehen, Timer ist abgelaufen, dann kriegen die Schaden. Das ist so ein Kack-Item. Naja, gut. Wie es weitergeht und ob wir es schaffen werden, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu einer weiteren Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.